Also das erste beginnt schon mal so. Ein Mann und eine Frau, die schon viele Jahre miteinander verheiratet waren, wünschten sich, wie die meisten Paare, wenn sie sich ganz fest lieb haben, nichts sehnlicher als ein gemeinsames Kind zu bekommen. Sie mussten lange warten, bis ihr großer Wunsch in Erfüllung ging. Aber eines Tages kam die Frau mit guten Nachrichten vom Arzt. Sie erwartete ihr erstes Kind. Die Freude war groß und sie begannen zusammen mit ihrem Mann sogleich alles im Haus für die Ankunft des Kindes vorzubereiten. Warum habe ich das geschrieben? Also um dem Kind natürlich zu vermitteln, dass es geliebt wird, von Anfang an gewollt und gewünscht und erwartet wird, voller Freude, voller Liebe. Nicht jedes Kind empfindet das und nicht jedes Kind weiß das, außer es wächst so auf mit diesem Bewusstsein, das man ihm vermittelt. Übrigens auch ein bisschen schon aus der Mode, Mann und Frau und ebenso verheiratet, trotzdem, ich bin noch eine von der alten Schule, ich gender auch nicht. Und die Liebe fällt, wie sie fällt. Aber hier habe ich das alte Modell genommen, nämlich Mann, Frau und verheiratet. Und es mag zwar altmodisch klingen, aber ich bin heute und ich bin selber eine, die das nicht herbekommen hat, die nicht eine Ehe aufrechterhalten konnte und alleinerziehend war. Ich bin genau aus diesem Grund nach wie vor der Überzeugung, dass das das richtige Modell ist für Kinder, wenn sie in dieser Geborgenheit von Ehe und von zwei, die zusammenarbeiten und zusammenhalten, glücklich groß werden können, sofern die Eltern auch normal sind im Sinne von weder gewalttätig noch, also im Kopf und im Herzen reift. Das muss man einfach sagen, das gehört dazu. Also wenn ein Kind natürlich unter Umständen, wo groß wird, wo Gewalt herrscht oder wo große Armut oder ja, häusliche Reibereien jeden Tag stattfinden, dann ist das kein gesunder Boden, natürlich nicht. Verheiratet hin oder verheiratet her. Aber nehmen wir mal an, es wird freudig erwartet und da sind zwei, die sich darauf vorbereiten und es sich wünschen und dorthin gearbeitet haben und es bekommen. Also das ist ein gesunder Boden für ein Kind. Und deshalb habe ich das einmal so begonnen. Es ist fast aus der Mode gekommen. Ich war trotzdem so mutig und habe gesagt, nein, verheiratet und Mama und Papa und sie freuen sich auf das Kind. Ich möchte eigentlich wirklich dem Kind nur vermitteln mit dieser ersten Seite, hey, du bist gewünscht, du bist geliebt. Wir freuen uns über dich, auf dich und bereiten uns für dich vor und tun unser Bestes. Das möchte ich mit dieser Seite vermitteln. Also bis zum nächsten Mal, ich erkläre euch noch ein bisschen mehr.